Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Ich bin Alex von The Free Jazz. Wir müssen noch Dinge besiegeln. Ich rede ziemlich schnell und die Map sieht schon ziemlich leer aus. Tja, du wirst mich vielleicht nicht treffen. Ich dich dafür umso mehr. Ja, echt ärgerlich. Aber das war's. Bekommen wir noch irgendwas Schickes? Irgendeinen Truhenschlüssel oder so? Nein. Hatten wir noch irgendwer einen Türschlüssel? Genau. Das wollte ich haben. So, ich bin stellen wir mal nebeneinander. Ach, du hast auch noch einen Türschlüssel, ja, aber die Tür da oben will ich nicht öffnen. Hier ist Germ drin. Dem müssen wir doch jetzt eigentlich noch nicht begegnen. Brauche noch irgendwelchen tollen Support. Du hast einen mit Raven. Nö, keine Ahnung, bisher eigentlich noch nicht. Dann öffne ich hier auch mal die andere Tür. Und Schnee. Ein Axtmeister. Na, wie geil, dass ich da meine Axt habe. Oder mein Kriegerschwert. Ich glaube, hier würden immer zwei Gegner erscheinen. Oder drei? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Hier würden auf jeden Fall mehrere Gegner erscheinen. Je nachdem, wie wir stehen. So, hier haben wir einen Talisman, den wir an Merlinus schicken. Dann öffnen wir nochmal schnell hier die Tür. Ah, wie geil. Mit was? Mit dem Stahlschwert. Stahlschwert, Panzerbrecher. Sechs Damage. Okay, 4, 8, 6, 15 Damage können die mir machen. Wisst ihr, was schon mir vorhin bleibt hier stehen? Ja, das war's dann auch. Tja, daneben. Irgendwie kritisch. Irgendwie mache ich bestimmt schon einen kritischen Treffer. 4. Bam. Und einen Crit. Der ist zumindest weg. Und notfalls kann ich ja gleich auch nochmal mit Priscilla reingehen, wenn irgendwer Dolles überlebt haben sollte. Ja, 6 Schaden. Und 19. Ach, da sind sie wieder. Die Wyvern. Muss ich mich hier vielleicht doch reinstellen? So. Dann erledigen wir schon mal den hier. Mit Priscilla. Ein Türschlüssel. So. Und wir beenden unseren Zug. Ich habe jetzt auch eine 75% Chance, 75% Chance zu treffen, was er dann letztendlich auch getan hat. Okay. Der erste ist schon mal ausgelöscht.
Wie weit kommst du? Noch nicht sehr weit. Und du bist schon mal angekackt. Ich heile ihn hier nochmal schön. Das ist wie bei Pokémon. Heilen muss man sich nicht ansehen. Ich denke gerade nach. Komm. Okay, kommt hier beide irgendwie so ein bisschen rein. Aber auch nicht wirklich richtig. Ja, dann... Ach, da wollt ihr hin. War ja klar. Ah, du bist sowieso schon angekackt. Dann tschüss. Tür öffnen und hier steht auch so ein netter Herr drin. Der wahrscheinlich genau gegen Flux nichts auszurichten weiß. Level up für Kanas. Türschlüssel. Again. Ich brauche keinen Türschlüssel mehr. Was habt ihr noch? Langspeer und Meisterlanze. Okay, Meisterlanze, dafür sollte man vielleicht ein bisschen Respekt haben. Ah, wen schicke ich noch da hoch? Komm. Machen wir einen Austausch. Sarah kommt da hoch und kümmert sich um die nächsten Wyvern. Dafür geht ein Pent runter und öffnet ein paar Türen. Truhen, meine ich. Das ist Derp. Okay, Axt- und Lanzenmeister, das ist richtig asozial. Ich werde jetzt wahrscheinlich erst einmal... Den Axtmeister. Axtmeister kann gegen mich nichts ausrichten, Lanzenmeister ist scheißegal. Okay. Dann schaue ich nochmal schnell, was sie Isadora antun würden. Der gar nichts. Und an Schaden. Wow, 13. Gut. Ich bleib hier drin. Oh, warte, haben die gleich viel? Stärke 9, ja, das heißt, der andere würde genauso viel Schaden machen. Erstmal mit dem Wurfbeil. Da dreht sich das Beilchen wieder. Und auch den letzten werden wir hier auseinandernehmen. Mit einem einzigen Treffer. Wenn man bedenkt, dass hier... Obwohl, die beiden hier gehören später auch zu meinem Alpha-Team. Alpha-Team, ha. Zu dem Team, was ich benutzen werde.
Bam! Yay! Lucius hat gewonnen. Der bekommt fast so viel Damage, wie wenn er einen Boss besiegt. Fast so viel Erfahrungspunkte, wie wenn er einen Boss besiegt hätte. So, mit dir gehen wir jetzt noch gleich runter, Truhen öffnen. Okay, keiner von ihnen geht. Obwohl, doch. Es kann sein, dass der andere gleich auf Isadora losgeht. Mit dem Axtmeister. Weil der Lanzenmeister keine Chance, keine Wirkung auf sie hätte. Boah, geht daneben. Okay, kein Problem. Dann wechseln wir einfach über auf die Lanze. Oder das Schwert. Ach, guck mal hier beim Schwert. Na, wer hat denn da verkackt? Und ein kritischer Treffer. Tja, schade. Und es kommt wieder Schnee auf. Hooray. Passiert noch irgendwas? Ich glaube nicht. Schneejuwel. Schnee hört wieder auf. Ich glaube, es kommen keine Gegner mehr. Gewitter! Eine Heldenzierde. Na du Held. Nicht ganz, er ist jetzt auf Level 9. Haken. Isadora. Was führst du im Schilde, Haken? Sag es mir. Einen Monat lang bist du nicht in Feria gewesen. Nicht eine einzige Nachricht hast du gesandt. Wohin hat es dich gezogen, dass du deine Pflichten als Ritter von Feria vernachlässigt hast? Es tut mir leid. Dies alles ist nur die Schuld meiner Rücksichtslosigkeit. Wie sieht meine Strafe aus? Strafe? Haken, verstehst du überhaupt, was du getan hast? Weißt du, welche Probleme deine Abwesenheit in Feria verursacht hat? Hast du auch nur die geringste Vorstellung darüber? Ich war so besorgt. Isadora... Bitte weine nicht, ich kann es nicht ertragen, dein wunderschönes Gesicht hinter Tränen versteckt zu sehen. Ich habe dir viel Grund zur Sorge bereitet. Bitte, bitte vergib mir. Nein, ich kann dir nicht vergeben. Nicht nach all den Stunden der Sorge. Niemals. Es tut mir leid. Wie romantisch. So, wollen wir jetzt mal hier schön dem Jam jetzt auch noch einen drauf geben. Dich brauchen wir auch noch. Ich glaube, das war's dann. Ich werde es jetzt mal speeden, weil ich laufe jetzt ja eigentlich nur noch. Auch wenn ich nicht wirklich viel speeden kann. Wey, ich wette, jetzt bin ich in diesem endlosen Schnee gefangen. Der nicht mehr aufhört, wenn man viel zu viele Züge verbraucht hat. Das ist immer toll.
Oh, nee, doch nicht. So, verbleiben 3 Gegner, sind hier noch drin. Viel Spaß. Wow. Lanzenmeister beide. Ich bin ein Idiot. Noch schnell den ersten umnieten. Ich weiß nicht, wie viel Damage er mir machen würde. 6. Aber ich wette, wenn er an mich rankommt, dann wird's mehr sein. Keine Ahnung, ich werde jetzt läuft der rum. Natürlich läuft er jetzt rum. Ja, ich werde euch alle in kleine Stücke schlagen. Ausgewichen. Huh, Glück gehabt. Denn 15 Damage tut weh. Und zwar richtig. Du bist so eine kranke Sau, Germ. Aber mal richtig. Perverslinge. Oswin, level up. So. Ich lasse dich auch noch einmal schießen. Tja, er wollte sie umbringen. Es schmerzt, diese Schnitte. Ja, das ist das, was du allen anderen antun wolltest. Gewonnen! Lichtklinge erhalten. Nergal treibt alle diese Fänge des... Nergal treibt alle in die Fänge des Wahnsinns. Es muss schrecklich sein, sich selbst zu verlieren. Vollständig unter den Einfluss von Nergals Macht zu geraten. Hey, was mag das hier sein? Nein, ist es das Feueremblem? Dieser Schurk hat es also die ganze Zeit über? Lasst uns nehmen und von hier verschwinden. Endlich haben wir es wieder. Wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen. Elliewood, es gibt keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Ich weiß. Rasch, auf zum Freihaus. Wir müssen den Anschlag verhindern. Das Leben des Prinzen darf nicht in Gefahr geraten. Ihr kennt jetzt eure Rollen. Der Plan muss heute Nacht ausgeführt werden. Mutter, nur einmal. Wenigstens für einen Moment. Darf ich eure Hand halten? Nino, du weißt, wie ich solche Schaustellungen verabscheue. Ich weiß. Aber vielleicht erhalte ich kein weiteres Mal die Gelegenheit dazu. Und ich dachte... Nun gut. Wie? Wenn du diese Mission erfolgreich absolvierst... werde ich so oft deine Hand halten, wie es dir beliebt. Ich werde dich sogar umarmen und über die Wange streicheln. Oh, wirklich? Da muss ich mein Bestes geben. Das werde ich, das werde ich. Ich werde erfolgreich sein. Warte auf mich, Mutter. Und das werde ich. Sei vorsichtig. Sicherlich, ich werde zurückkehren. Ah, Jaffa, bitte verweilen noch für einen Moment. Es geht um die Mission heute Nacht. Ich wünsche dir... Sobald du den Prinzen getötet hast, töte auch Nino. Was? Die Attentate kommen bald auf direktem Wunsch des Königs. Der Prinz wird vom Volk geliebt und sein Tod wird alles ins Chaos stürzen. Wird der Attentäter nicht sofort ergriffen und gehängt,
wird Bira vom Chaos verschlungen werden. Es besteht Bedarf für einen Sündenbock. Hast du das verstanden? Nino ist eure Tochter. Sie ist Müll, Abfall, menschlicher Bodensatz. Es freut mich dennoch, einen Nutzen für sie gefunden zu haben. Sie sagte, sie würde alles tun, um ihre liebende Mutter zu gefallen, nicht wahr? Ihr Tod würde mir mehr Gefallen bereiten, als ihr Leben jemals tat. Was ist los? Hast du etwas zu sagen? Dies hat nichts mit mir zu tun. Als Lord Nergal dich als Weise aufnahm, hat er dich auserkoren, weil du über ein kaltes Herz und Geschick im Umgang mit der Klinge verfügtest. Lord Nergal gewährt niemals jemandem eine zweite Chance. Vergiss das nicht. Was ein Arschloch. Nein, ernsthaft. Das ist ein Arschloch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und mal schauen, ob wir Nino retten können und den Prinzen und überhaupt in das Dilemma von Jaffa aufdecken können. Also, bis dahin. Ciao.